Gut, ich mache wieder weiter mein Walkthrough. Jetzt definitiv weniger aufgedreht und wacher. Ich entschuldige mich noch einmal für das letzte Walkthrough. Oder für meinen letzten Satz Videos, besser gesagt. Da war ich wirklich... Ich weiß es nicht, was ich war. Definitiv durchgeknallt. Dann wollen wir mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe das wirklich total vergessen. Ich weiß, dass wir hier einen neuen Reaver bekommen. Aber was genau jetzt hier vor sich gehen wird, da bin ich mir jetzt auch noch nicht ganz sicher. Wie sieht die Hunde wirklich mal so im Ansatz aus wie Hunde? Wenn man einfach bloß irgendeine Rüstung aufgesetzt hat. Schönere Hunde, hässlichere Söldner. Von diesen sehr netten Dämonenblut wird uns auch noch einiges für den Weg laufen. Aber mit dem werden wir auch noch fertig. Wir müssen hier lang. Geht's weiter nach oben. Ja, wir sind richtig. Gegner kommen nur dann, wenn man richtig auf dem richtigen Weg ist. Ich glaub's zumindest nicht. Aber der Kampf dauert schon mal länger. Das heißt, wir haben auch länger Ruhe vor denen. Es sind gefährliche Gegner, man kann es echt nicht anders sagen. Diese vier sind unsagbar tödlich. Ja, wie es mir dachte, alle tot. Also die dürften den ordentlich runtergepowert haben, sodass wir dem jetzt auch nicht mehr viel Schläge versetzen müssen. Sag ich doch. Und noch mehr Söldner. Wenn keine Dämonen kommen, mache ich aber einen Durchmarsch. Da unten ist ein Punkt.
Den wir jetzt im Moment gar nicht erst erreichen, weil uns erstmal unsere guten alten Dienste hier angreifen. Weiche ich aus, da ziehe ich alle Register. Ich blocke und höre genau in dem Moment auf zu blocken, wenn er auf mich zugelaufen kommt. Was extrem intelligent ist, wie ihr gerade gesehen habt. Wieder geschafft. Oh, das können wir auch mal in der spezialen Ebene drauf gehen. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Dieses Bauwerk war eindeutig nicht von Menschenhand geschaffen. Wie die Figur unterhalb des Vorsprungs stumm bestätigte, waren dies die Horste der geflügelten Geschöpfe. Ich stand unzweifelhaft vor dem Unterschlupf des legendären Janus Ordren. Doch der gesamte Zufluchtsort lag in Trümmern, zerstört unter der geballten Macht einer uralten Naturkatastrophe. Wie vermutet, war ich durch die Täuschung des Zeitstromlenkers Jahrhunderte zu spät gekommen, um hier noch etwas von Belang zu entdecken. Da hinter mir nichts weiter als die Einöde lag, die ich durchquert hatte, entschloss ich mich, diese Schluchten näher zu erkunden. Oh nein. Immer wenn du auftauchst, geschehen gewaltige und entsetzliche Dinge. Das hält mein Magen einfach nicht aus. Kein Drama diesmal, Raziel. Du bist hartnäckig, eilst durch die Zeit, um mir zu folgen. Wartest du noch darauf, dass deine Münze auf die Kante fällt? Meine Zeit wird kommen. Wie ich sehe, hat Möbius dir einen Streich gespielt. Ja, er will wohl nicht, dass ich diesen Janus Ordren begebe. Möglich. Vielleicht hofft er aber auch, dich angesichts dieser Einöde, die ich ganz allein zu verantworten habe, gegen mich einzunehmen. Das dürfte wohl kaum nötig sein, Kain. Hätte ich auch nur die leiseste Vermutung, dein Tod könne etwas ändern, würde ich dich umbringen. Ich wusste, dass du es verstehst, Raziel. Janus ist in der Tat der Schlüssel zu deinem Schicksal. Doch du musst deinen eigenen Weg zurück in Nosgords Vergangenheit finden. Begehe keinen Fehler, Raziel. Wir beide sind jetzt in großer Gefahr. Wir sind Reizfiguren. Böswillige Kräfte wurden ausgesandt, um uns zu eliminieren. Du sprichst, als wären wir verbündet. Ungeachtet deiner Empfindungen, Raziel, in ihren Augen sind wir es. Nun, sie versuchen sicherlich, dich zu eliminieren, Kain. Daran besteht kein Zweifel. Ich werde laufend mit Forderungen nach deinem Tod überhäuft. Was immer du auch ausheckst, sie haben große Angst vor dir. Was mich betrifft, so glaube ich, dass die Billigung meiner einmaligen Auferstehung ein schwerer Fehler war. Ich glaube, sie wissen nicht, wie sie mich vernichten können. Du solltest...